Kyberkristalle haben einige Probleme, oder was? Ja, dann. Sag mal, bis das funktioniert, ist ja auch schon 100 Jahre alt, ne? Fast wie ich. Ja, Prost Neuer gesagt, Peace and Justice. Eine kleine Ansage vor der Ansage im Video, weil das sollte eigentlich zu Silvester schon kommen. Weißt du, so als letztes Video in 2023 und so weiter. Aber ich hatte das zwar fertig, aber ich konnte das ja gar nicht hochladen, weil Internetcafé zu Silvester, Gorman ist da nicht da, weißt du, DSD, kein Internet. Ja, ein bisschen blöd gelaufen, aber ich hoffe, ihr seht es mir nach. Ich gehe mal davon aus, ihr hättet das sowieso nicht am Silvesterabend oder am Neujahrstag geguckt, weil ihr wahrscheinlich alle ordentlich reingefeiert habt und so weiter, ne, und ordentlich geknallt habt. Wollte ich euch nur kurz sagen, nicht, dass ihr euch wundert, warum ich euch da schon wieder einen guten Rutsch ins neue Jahr wünsche und so weiter, ne? Also von daher, kleine Info war das, und am Schluss kommt auch nochmal noch was, weil ich natürlich wieder was vergessen habe. Aber jetzt guckt euch erstmal das Video an, es gab Geschenke. Die letzten in 2023, und ich sag nur Abteilung 9, vielen lieben Dank, und jetzt geht's los. I love toys. Ja, Peace and Justice gesagt, herzlich willkommen zu DSD, sein Midnight Figure Feature. Heute nochmal so schnell, bevor das Jahr ausklingt, ein paar Geschenke gab's noch. Sind beim Gorminister wieder eingeflogen, da werdet ihr dann in 2024 das ausschweifende Video sehen, was er bekommen hat. Ich wollte euch hier nur nochmal, wie immer, auch hier nochmal präsentieren, bei mir auf dem Kanal, was es da so gab, und zwar von der Abteilung 9. Die haben wieder zugeschlagen, und es war herrlich. Also wie gesagt, die Reaktion seht ihr beim Minister. Ich bin ein bisschen verschnupft. Das liegt nicht, dass wir schon Silvester vorgefeiert haben. Ich bin einfach ein bisschen krank geworden. Aber ich dachte mir, komm, das mache ich noch eben, ne, bevor das Jahr rum ist. Kann ja auch sein, dass das 2024 gesendet wird. Ich weiß es nicht. Oh, jetzt geht's los. Ich darf gar nicht ins Licht gucken. Da muss ich direkt niesen. Kennt ihr das? Wenn ihr ins Licht guckt, so, dann... Ach, ich lasse es. Ich zeige euch jetzt einfach mal eben, bevor mir der Rotz hier aus der Nase runterläuft, was es so gab. Das sind ja Sachen, die machen mir besonders Spaß, ne? Ja, oh, das macht Spaß. Ja, hier schön Playmobil-Hörspiele, Werbezettel, oder war bestimmt bei den Kassetten dabei, weil es gab ja auch Figuren dazu, ne? Professor Mobilux und Patrick F. Patrick, ja, hier als 30,99. Ja, das möchte ich ja gerne auch mal sehen. Das sieht man am Rand auch schon von der Packung, dass da auch noch Kassettenwerbung ist. Ja, hinten haben wir dann auch, da sind 10 erschienene Kassetten dann schon. Mit Inhaltsangabe könnt ihr euch ja auf Pause machen, wen es jetzt noch interessiert. Ich lese es jetzt auch nicht vor, ne? Also hier Wilde Westen haben wir, Angriff auf Fort Wendell. Das ist übrigens wirklich das Fort, ne? Was es von Playmobil gab damals. Ne? Der Geist von Burg Rabenfeld, super. Das Gespenst, ne? Die Geisterfigur. Circus Romani gibt es auch. Der Feuerteufel, Geheimnis vom Ponyhof, Alarm in den Bergen, die Safari, die Geisterstadt und Abenteuer im Freizeitpark. Voll schön. Und passend dazu gibt es natürlich noch einen anderen Beipackzettel. Guck mal hier, beide, ne? Der ist, achso, so rum. Hier beide. Auch zu der Nummer 1. Aber wir sehen vorne die ausgepackten Figuren. Also nochmal die Hauptprotagonisten. Meine Stimme hört sich bestimmt super so an, ne? Ich weiß. Ich rede jetzt nur noch so in 2024. Und da hinten haben wir aber nur 6 Kassetten drauf. Ja, geil. Ich habe die als Kind zwischendurch auch gehört. Ich bin mir aber nicht mehr bewusst, ob ich die wirklich als Kassetten... Ja gut, wenn ich sie gehört habe, muss ich sie als Kassette gehabt haben. Oder ein Freund. Also ich weiß es nicht. Ach, hier war übrigens auch das Gespenst mit drauf, ne? Die Folge, wo man das Cover sehen konnte. Dann auch voll geil. Penny, das große Sammelprogramm. Das war in, ich glaube, verschiedenen Comics waren da immer, ich glaube bei Bazooka Joe und so, konntest du so Pennys ausschneiden, ähnlich wie diese Sammelecken in der Mickey Maus da, die Schnips und so weiter. Und konntest dann dafür was bestellen. Hier wohl Schallplatten oder Bücher. Achso, 200 Pennies plus 17,90 Mark musst du dann zahlen. Könnte ich ja bei Gelegenheit mal durchblättern, was hier so, was es da so an Schallplatten gab halt, ne? Und so weiter. Hier hinten ist auch noch irgendwas, was es bei, gibt es die wertvollen Pennies? Ach, wo es überall diese Pennies gab, das gab es bei bestimmten Produkten, dann konnte das wohl auch schon. Also nicht nur bei Kaugummi und so. Voll geil, ich kann auf den Shit halt, ne? Das ist noch 70er, ich glaube 75 sogar. Dann gab es hier noch, aus dem Jahr 1987, irgendwie 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9 Mickey Mouse Hefte von 87 und 1 von 92. Und bei den 87ern sind, glaube ich, 3 Stück oder 4 Stück bei mit den Masters Comics wieder. Wo da so ein Rätsel mit bei war und so weiter. In 2024, Minister und ich gucken uns mal
intensiv diese Comics daran. Ne? Ich glaube, die gibt es eh schon irgendwie geprintet auch nochmal. Aber wenn man jetzt ein Jahr gebraucht, vielleicht haben wir jetzt alle zusammen. Ich glaube schon, weil die Abteilung 9 hat echt. Die passen gut auf. Also vielen lieben Dank. Habe ich überhaupt schon Danke gesagt? Weiß ich gar nicht. Ich bin hier schon wieder am Präsentieren, am Labern. Männers, Frauens, Außerirdisches, was auch immer. Ne, für ein Gerümpel. Vielen lieben Dank dafür. Also total geil. Also hier ist ja echt wieder alles, weil ich weiß gar nicht, wie ich das alles wieder hinpacken soll. Wir waren ja vorhin, ach komm, wir waren eher alles durcheinander. Jetzt, Penny war gerade Schallplatten, Mickey Mouse, obwohl hier, passt auch wieder, wäre eine Schallplatte drin gewesen. Die ist nicht mehr dabei, aber das sind, glaube ich, nur angespielte Tracks immer gewesen. Es gab aber auch schon ein paar Kurzgeschichten und Erzählungen. Habe ich, glaube ich, noch ein, zwei. Dann hier. Boah. Ach du Scheiße, wird immer schlimmer, ey. Dann, ja, Prost Neujahr, ne, schon mal. Hier, Geräusche in Stereo, Volume 1 von Europa. Voll geil. Ich habe andere Geräusche, ich glaube, die habe ich noch nicht, obwohl bei der weiß ich nicht, aber das Cover ist mir halt voll bekannt, halt irgendwie geläufig. Ja, wir haben hier Eisenbahn, Straße, Schiffe, Flugzeuge, Wasser. Zum Scratchen und für irgendwas werde ich die eh benutzen. Ne? Also, Vinyl ist ja immer gut bei mir aufgehoben. Das arbeitet bei mir auch. Dann haben wir natürlich passend dazu auch den zweiten Teil. Ja, was haben wir hier wieder? Die Umgebung, Kinder, Schritte, Einzelgeräusche, Musik zum Unterlegen, vielleicht ist da irgendwas Lustiges bei oder so. Mal gucken, wie gesagt, jetzt im neuen Jahr werden die Sachen auch mal durchgehört. Wir wollten eigentlich jetzt, bevor das Jahr zu Ende ist, mit dem Bauminister noch eine Trödelplattensendung machen, aber aufgrund von Ergeltung hin und her und so. In 2024 gibt es wieder Trödelplattensendung, auch mit Gästen. Könnt ihr euch schon mal drauf freuen. Das wird spektakulär. Dann haben wir hier noch von Philips Audio Fidelity Stereo Demonstration zu einem sensationellen Preis. Da haben wir halt wahrscheinlich so ja, Bongos, Trommeln, Töne, dann wahrscheinlich so Ausschnitte aus irgendwelchen Musikstücken, klassischen Stücken und so weiter. Ich dachte gerade erst, das wäre ein Doppelalbum. Aber ist fast ein Doppelalbum, weil da gab es direkt noch eine dazu. Voll geil, kenne ich auch gar nicht. Kannst wahrscheinlich deine super Hi-Fi Stereo Anlage einstellen oder was weiß ich, ne? Geil. Und hier auch super 38 Geräusche für Dia und Film. Voll cool von Fontana. Auch schön, ne? Sounds for Slides and Films. Super cool. Und dann haben wir hier so drauf im Hafen Wassergeräusche, Eisenbahn, Straßenbahn, Auto, Motorrad, ne? Vom Türschlagen, über keine Ahnung was. Publikum, Kinder, Pferde. Das ist ja eine geile Kategorie. Achso, Hafensounds steht nochmal auf Englisch dann alles. Okay, das war's, aber das sind wie gesagt 38 Sounds. Quetsche ich dann auch mal durch. Und hier noch, total geil, Music of Ennio Morricone. Ne, ein Sampler, steht sogar drauf, 60 Minuten plus. Ich hoffe, ihr könnt sehen. Geil, ne? Da sind ja hier schon Belmondo drauf, ne? Eastwood, wie heißt er, den Connery hier und der Wolfstänzer. Ja, ja, Klassiker drauf, passt immer in der Filmmusiksammlung. Ich mag ja auch so Sampler, halt, weil die dann eh ein bisschen anders gespielt sind, meistens ja nicht von dem Originalorchester oder so. Das ich kann echt nicht reden, ey, das ist ja schlimm. Ja, ich glaube, dann im neuen Jahr verzögern sich wahrscheinlich die ersten Reviews ein bisschen, weil ich habe noch nichts fürs neue Jahr aufgenommen. Ich glaube, ein, zwei Sachen könnte ich da noch zeigen, aber ich glaube, mit Videos, das wird erstmal nichts. Ja? Ja. Buch angucken, vorlesen auch nicht. Hier, Graffiti Woman von Niklaus Ganz. Kenne ich gar nicht das Buch. Ich gehe mal davon aus, dass das nur weibliche Writer da drin sind. Ach ja, hier hinten steht 125 Spoilerinnen werden da drin vorgestellt. Ja, finde ich cool. Kenne ich nicht. Mag ich jetzt schon. Und zeige ich bestimmt dann, oder zeige ich dieses Jahr dann, nächstes Jahr. Dieses Jahr schon wieder nicht mehr. 2024 zeige ich das dann auch mal. Ne? Mal durchblättern, mal gucken, ob wir einer zukriegen, der irgendwas erzählen kann oder so. Was haben wir noch? Ja, guck mal hier. Wenn einem langweilig ist, kann man auch Karten spielen. Ein schönes Krieg der Sterne, Episode 4, 5 und 6, Kartenspiel. Ich weiß jetzt gar nicht, ob man damit Quartett spielen kann. Also wir gucken einfach mal. Guck mal hier, das Deckblatt, schön die klassische Trilogie. Ah, das ist ein normales Kartenspiel. Ich habe eh keine Ahnung von Kartenspielen. Aber geile Motive wieder. Guck mal hier, alles dabei. Oh, die sehen auch geil aus, die Karten. Sind irgendwie anders bedruckt, die haben nicht so glanz, sondern so einen komischen Glanz. Super, hier schön, ey. Ja, fett. Also auch dafür vielen lieben Dank. Ich habe da ja schon einige an der Sterne Karten spielen, aber das habe ich jetzt komischerweise noch nicht.
Der Prime Minister hat ja auch schon gesagt, ne, das ist ja hier im warte, wenn ich es wieder reinkriege, im Rebels-Design halt. Hier oben das mit dem Stormy halt und das Orangen des Star Wars. Von Cap Mundi, geil. Habe ich noch nicht gehabt, danke, jetzt habe ich es. Dann hier, Hörspiele, wo auf Winbar Hörspielen waren. Ne? Ja, jetzt habe ich auf jeden Fall Playmobil. Professor Mobilux. Folge 6, das Geheimnis des Ponyhofs. Das ist bestimmt meine Lieblingsfolge. Es wird bestimmt meine Lieblingsfolge. Voll geil, ey, super cool. Dann auch aktuelle Playmos. Obwohl ich weiß gar nicht, wie viele Jahre die jetzt dann schon die... ich will das mal wissen. Wann sind die denn rausgekommen? 2000 oder noch später? Wir werden es 2007. Okay, ja, guck mal. Und die Mobilux 80er halt, ne? Voll geil. Dann hier, Batman. Folge 2, wer zuletzt lacht. Mit Batman-Sticker. Der wird wohl nicht mehr drin sein, glaube ich. Hier schön weiße Kassette. Ach, herrlich, ey. Voll geil. Ich muss mir nur jetzt einen anderen Kassettenrekorder holen. Mein R2-D2, der spielt zwar fast alle Kassetten aber ab, aber nicht alle. Ja, Turtles, Folge 5. Der Schlüssel der Macht und die Robotergefahr. Geil. Turtles habe ich ja früher nie gehabt. Halt, ne? Was ich aber habe und hatte, hier die Nummer 23 von Walt Disney, der Hörspiele von Karussell hier. Das schwarze Loch habe ich mit zwei verschiedenen Covern. Kann man nie zu wenig von haben. Nie genug von haben. Ich sage ja, ey, ich brauche gleich noch eine Glypostat und dann kaufe ich nochmal. Oh, jetzt zuckt die da so. Gibt Geld durchs Jahr, wa? Dann kaufe ich nochmal auf einer Ingwerwurzel rum oder so. Ey, voll geil. Die ganzen Batzen Hörspiele noch. Und wir haben noch eine schöne Playmobil-Tasse. Mal hier, schön so am Tau schwingender Pirat mit Fahne und natürlich ein Captain auch noch mit Papagei und seiner kleinen Schatzhütte oder so. Das ist super cool. Geht wahrscheinlich an die Piratenbraut, ne? Muss ich mir mal überlegen. Hätte ich auch gerne. Aber vielleicht behalte ich den ja hier. Da passt eh mehr rein. Das ist ein guter Bottich hier. Ne? Die Pyramiden. Die Pharaonin und ihr Pharao laufen durch die Wüste. Dann noch so ein Typ, der den ein bisschen Wind zufächert und eine Karaffe dabei trägt. Super cool auch. Ja, geiler Bottich, schön. Geil, Playmobil. Haben wir noch ein paar Sachen hier. So auf, und zwar hier. So ein paar Mannequins. Also passt ja irgendwie, ne? Ich könnte ja einen Arzt vielleicht mal aufsuchen mit der Erkältung. Solche ist es übrigens nicht. So, ist einfach nur eine richtige Grippe. Guck mal hier, ganzer Haufen Ärzte. Hier, also die können mich jetzt auf jeden Fall versorgen. Und vielleicht genese ich dann wieder. Geil. Und wir haben einen so einen Ritter noch dabei. Also Errol Flynn mäßig mit Schnäuzer. Der hat im Krieg auch schon eine Hand gelassen. Aber wie gesagt, die Ärzte sind ja hier. Das sollte passen. Da war noch was in der Tüte. Und zwar hier noch so ein Halfter für die Pistole, Revolver. Ist aber schon abgebrochen, macht nichts, kann man trotzdem gebrauchen. Dann hier noch ein kleines Haus. Gehört das zu Playmobil oder ist das Monopoly? Egal, ist 80er bestimmt. Und hier noch eine Waffe, wo ich da gar nicht so recht weiß. Könnte Lego sein. Ja gut, wenn man es umdreht. Ja, an dem Pinöckel, das passt doch in eine Lego-Hand, oder? Das ist doch nicht für eine Playmobil-Figur. Oh, die Playmobil-Figur kann das Ding auch in der Hand nehmen. Hier so. Oh, die Ärzte greifen zu den Waffen. Jetzt ist es soweit, weißt du? Erst streiken sie. Na super. Ja, und dann natürlich noch, ich packe mal die eben wieder zur Seite hier. Die ganze Bagage. Und dann haben wir hier natürlich noch vollgehalt. 4 Weltraum-Mannequins. Gelben, 2 weiße und noch hier einen roten. Und hier haben wir auch 2 Oldschool bei. Die mit der Hände. Guck mal, die lassen sich nämlich hier nicht drehen. Der gelbe und der weiße. Und dann, ich weiß gar nicht, wann das rauskam. Wo man die Hände dann drehen konnte und so weiter, ne? Aber ey, total geil. Da fehlt halt das ein oder andere Teil. Aber guck mal, hinten ist alles auch noch komplett. Und wie gesagt, guck mal, der ist ganz, hier ist einer ganz matt. Mich stört das nicht. Ich mag das, wenn die Sachen gelebt haben, ne? Wenn die bespielt sind. Und ich habe ja auch welche, die sehen noch total, also wenn sie gerade aus dem Tütchen gekommen wären oder so, ne? Und ich bin für jedes Teil dankbar, ey. Weißt du, was mich wieder an früher erinnert halt und so, was ich selber mal hatte halt, vor allen Dingen auch, ne? Super schön, also danke an die Abteilung 9. Nein, doch, ah! Und ja, vielen lieben Dank. Von Gorbin ist da gab es ja auch noch ein Geschenk. War ja Weihnachten, ne? Kann ich euch hier mal präsentieren. Luke Skywalker Retro Collection im Snowspeeder. Wie heißt denn das? Heißt nur Snowspeeder Outfit. Uns ist halt schon aufgefallen, also da wird es beim Minister ein Review zu geben. Da packen wir auch eine aus. Die haben ja immer verschiedene Farbvariationen, diese Prototypes. Total geil. Habe ich ja schon. Was habe ich denn davon?
weiß nicht, ein, zwei Figuren habe ich da schon von. Und ja, ich brauche meinen ja dann wohl nicht auspacken. Minister hat ja noch zwei und er hat einen ausgepackt mit mir zusammen. Liebe Grüße und danke. Und wie gesagt, danke der Abteilung 9 wieder für die geilen Geschenke. Hat Spaß gemacht, das auszupacken mit dem Minister zusammen halt auch. Wie gesagt, guckt euch da mal die, das Video zu an. Ansonsten kann ich nur allen Zuschauern sagen und der Abteilung 9, kommt gut entspannt, gesund ins neue Jahr. Lasst euch gut gehen, macht langsam, knallt nicht so viel so oder so. Und ja, wir sehen uns dann im nächsten Jahr. Irgendwann. Mal gucken, ne? So, Prost Neujahr. Feierabend. Tschüss. I love toys. So, wie ich im Vorwort schon erwähnt hatte, ne, es kommt natürlich noch mal was, ne? Hätte ich ja fast vergessen sozusagen. Ich wollte euch eigentlich nur noch mal darauf aufmerksam machen, dass am 3. und 4. Februar, ne, dieses Jahr 2024, ne, also in, was ist denn das? In 4 Wochen? Ja, nächsten Monat, ne, ist die Marché Noir, die Retro Amour, wieder bei uns im Kulturort Depot Dortmund. Das ist unten in der Nähe, Friedenbaumpark und so. Ihr habt alle Internet, ihr könnt euch da durchwuseln. 2 Tage lang diesmal. Ich freue mich riesig, habe da richtig Bock drauf und deswegen darf man das gerne mal erwähnen, dass das am 2. und 3. Februar ist. War doch richtig, oder? Ja. Ne, 3. und 4. Februar, da geht's schon wieder los, ey. Ich könnte, ne? Aber hier, ne? Vom Schwarzmagazin und vom Super Action Magazin und das wird, glaube ich, auch eine Gaudi wieder. Da werden wir, glaube ich, so einige treffen. Ich glaube, ich gehe da gar nicht filmen, weil alle anderen filmen ja eh. Wir gucken mal. Wollte ich euch nur noch mal drauf aufmerksam gemacht haben. Und natürlich auch auf dieses tolle Heft hier, ne? Das Super Action Magazin. Das war auch die Nummer 2 2023. Ich bin gespannt, was 2024 alles rauskommt. Also die kann ich euch ans Herz legen für 7,50 Euro. Ich glaube, vierteljährlich kommen die jetzt immer raus. Oder ja, irgendwie so halt. Ey, lohnt sich total. Super geile Bilder drin und so. Haben wir ja schon das ein oder andere Mal erwähnt, ne? Also, wenn ihr auf der Retro Amour, auf der Marché Noir seid, auf dem Schwattmarkt, dann nehmt euch das auf jeden Fall mit, kauft euch das. Das ist gut, das zu supporten halt, finde ich super. Was ich auch super finde, in 2024 jetzt wieder, sind natürlich auch Trödelmärkte. Jetzt artet das Video natürlich wieder voll aus. Ne? Erst zeige ich hier gerade noch Geschenke und so und jetzt labere ich euch nochmal voll. Ne? Haare habe ich im Auge gekämmt, wie ihr gesehen habt. Ja, hier, Secondhand und Antikmärkte. Ja, sind das denn nicht die Familientrödelmärkte? Ich zeige euch einfach mal eben ins Bild hier. Ach so, siehst du, hätte ich mir schon wieder fast alles falsch aufgeschrieben. Das sind nämlich die Secondhand- und Antik-Flohmärkte in Dortmund an der Rennbahn, in Dortmund-Wambel. Ne, für das ganze Jahr schon mal die Daten. Und jetzt habe ich mich ja gerade gewundert, wo ist denn der schöne Trödelmarkt hier mit viel Spielzeug und so, der Familienflohmarkt. Die sind immer, das sind die Sonn- und Feiertagsmärkte. Und da haben wir hier auch nochmal 2, 4, 12 Termine. Ja, jeden Monat. Das ist ja geil. Dann haben wir also eigentlich jeden zweiten Sonntag jetzt in 2024 in Wambel an der Rennbahn Trödelmarkt. Sei es Antik, Secondhand oder halt Familientrödel. Bisschen Spielzeug findet man zwischendurch immer mal. Jetzt ja, zum Ende des Jahres, ich war noch 3-mal da, glaube ich, oder so. Direkt noch am 2. Weihnachtsfeiertag. Hab 2-mal gar nichts mehr filmen können, weil einfach nichts los war, nichts Interessantes da. War ein bisschen traurig. Currywurst gab es halt, Bratwurst, ne? Eine Mettwurst auch. Aber sonst war das sehr erbärmlich, obwohl die Halle sogar offen hatte, ne? Weil bei den Temperaturen, es war alles angenehm, Wetter, alles gut und so. Aber das war nicht so. Ich hoffe, dass es jetzt ab Frühjahr mit Trödelmärkten wieder schön losgeht bei uns und vielleicht schaffe ich ja mit dem Minister auch mal den einen oder anderen Trödelmarkt mal im Ausland zu besuchen. Ne? Ich habe aber mir trotzdem beim letzten Trödel noch was mitgenommen, das wollte ich euch eben noch zeigen. Ich glaube für die Piratenbraut habe ich auch irgendwie so ein Schiffsbuch noch mitgenommen. Aber ich habe hier super geil John Burke, die Todeskarten des Dr. Schreck. Voll geil. Das sind ja auch so eine Anthologie, Horror-Anthologie ist das. Gibt es einen schönen Film von. Ne, hier ist er doch schon, Vincent Price, oder gucke ich hier falsch? Ne, was steht denn hier drauf? Ein raffinierter Schocker verfilmt. Ja, stimmt, der hat, wie war denn das noch? Es gibt doch einmal Irrgarten des Schreckens, ne, Todeskarten ist doch, ich meine, das ist auch so ein Anthologie-Ding halt, so Horror-Kurzgeschichten halt. Ja, für einen Euro allein so Kisten mitgenommen, ne? Dann hier auch, sagt mir jetzt gar nichts, Heine-Anthologien, 7 Werwolf-Stories.
Kann man, ja, für einen Euro, nehme ich mir das nochmal mit, ist bestimmt 70er, 80er, von 68. Todeskarten des Dr. Schreck müssten auch schon älteres Semester sein, ne? 65. Ja, super, ich werde bald 50, weißt du, da kann ich mir auch mal die richtig alten Dinger reinziehen. Ah, hier haben wir noch was aus der 80er, guck mal hier, Spielberg, Unheimliche Begegnung der dritten Art, das Filmbuch von Goldmann. Und wir sehen schon mit, ja, irgendwo sind auch noch Bilder drin. Waren das die einzigen hier vorne? Hat Goldmann aber stark nachgelassen, ey, das war auch schon mal besser, das sieht ein bisschen zerfetzt aus. Aber, ja komm, passt wieder in die Filmbuchsammlung halt, ne, die eh nie komplett sein wird. Ist überhaupt noch zu guten Film heutzutage, nee, es gibt ja heutzutage auch keine guten Filme mehr, warum soll es dann Filmbücher geben, ne? Also die Filmromane dazu. Ich glaube nur noch von sämtlichen Franchises, aber nicht von so geilen Filmen wie früher halt. Früher hast du von Krull zu Labyrinth, ach, zu allem halt, ne? Apropos, demnächst, ne? Die erinnert sich. Filme, die ich als Kind im Kino gesehen habe. Ist noch nicht abgedreht, vielleicht mache ich das im Anschluss hier dran. Ich weiß es noch nicht. So, das wollte ich eben noch kurz gezeigt, gesagt haben. Wie gesagt, hier die Flohmarkttermine. Könnt ihr auch selber auf den Seiten da gucken, ne? Magazin ans Herz legen, Marché Noir und ihr wisst. I love toys. Jetzt ist aber auch Feierabend. Tschüss. Komm, ich pack das mal direkt wieder hier drauf. Oh, die R2s machen sich selbstständig. Es ist sinnlos, Widerstand zu leisten. Es gibt kein Entkommen.